Wenn wir daheim den Wasserhahn auftun und fließend Wasser rauskommt, wissen wir eigentlich gar nicht, was für ein Privileg wir haben. Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Top-Tag. Heute steht im Zentrum von unserer Sendung das Wasser. Und zwar lancieren wir eine Aktion, wo wir in Mosambik werden mit World Vision und Rimus zusammen einen Brunnen bauen. Und über die Aktion wollen wir heute reden und die Bedeutung natürlich auch ein bisschen rausstreichen, wo das Wasser weltweit hat. Und zwar machen wir das mit ausgewiesenen Experten, zum Beispiel mit dem Rolf Kipfer, Wasserforscher an der EAWAG. Die gehören zu den weltführenden Instituten auf dem Gebiet Wasser und Wasserforschung. Guten Abend. Dann haben wir den Martin Suhr, Wasserexperte von World Vision bei uns in der Sendung. Und Nicole Fritschi, der für Teletop bereits vor einem Jahr mal in Afrika war und auch in diesem Jahr die Aktion wird mit begleiten. Herzlich willkommen im Top-Tag. Ich möchte von Ihnen als erstes wissen, wie dramatisch ist die Wassersituation auf der Welt? Ich glaube, das kommt sehr auf die Region eigentlich, wenn man das heute anschaut. Es gibt Prognosen weltweit, dass im Jahr 2025 sagen wir, mehr als die Hälfte, oder 60% der Leute effektiv zu wenig Wasser haben. Man redet von physikalischer Wasserknappheit. Und das hat hauptsächlich damit zu tun, dass Wasserressourcen übernutzt. Mhm. Und übernutzt in dem Sinn, das ist eigentlich hauptsächlich die Landwirtschaft. Die Schweiz gilt ja als Wasserschloss. Müssen wir fast ein schlechtes Gewissen haben gegenüber anderen Erdteilen, dass es bei uns halt eben so gut ist mit dem Trinkwasser? Nein, ich glaube, das muss man überhaupt nicht haben. Die Schweiz ist ein Wasserschloss von Europa, oder? Wir sind Oberrheiner, wir haben genügend Wasser. Und ich glaube, was man eigentlich sieht, ist, Wasser ist sehr ungleich verteilt. Es ist auch demokratisch, es gibt es überall, aber es gibt einfach Länder, die insofern privilegierter sind, weil mehr Wasser verfügbar ist als in anderen Ländern. In der Sahelzone im Vergleich zu in der Schweiz ist einfach viel, viel zu wenig Wasser vorhanden. Aber ich glaube, ein schlechtes Gewissen muss man nicht haben, man muss einfach bewusst mit Wasser umgehen, bei uns genau gleich wie in anderen Ländern. Wir wollen in Afrika helfen, konkret auf Mosambik gehen wir, gucken einen Brunnen bauen, zusammen mit Rimus und World Vision. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, Unterschied die Situation in Mosambik jetzt beispielsweise zu der Situation, die wir hier bei uns haben mit dem Wasser. Also in Mosambik ist kein Oberrheiner vom Wasser, sondern eher ein Unterrheiner. Ja. Bei großen Zuflüssen wie der Zambezi, der zum Beispiel das Land regelmäßig überschwemmt, wo also manchmal zu viel Wasser da ist, wie kürzlich. Zu viel Wasser, aber hygienisch nicht gutes Wasser, oder? Ganz genau. Sondern Wasser, was mit großer Gewalt und mit einem Mal kommt, Überschwemmungen hervorruft, bestehende Trinkwasserbrunnen überflutet, verschmutzt. Und das ist natürlich auch nicht gut. Und dann auf der ländlichen Seite hat man natürlich auch eine große Knappheit in semiariden Gebieten, wo der Regenfall eben spärlicher wird, infolge von Klimawandel, von Klimaschwankungen und in den großen Städten, in den Agglomerationen, wo eben viel mehr Menschen dazuwandern und weniger Trinkwasser zur Verfügung steht, einmal von der Verteilung her und einmal von der Sauberkeit her. Dass es also nicht genießbar ist. Und ich glaube, der ganz wesentliche Aspekt, den haben Sie eigentlich schon angetönt. Es ist eigentlich, Wasser kann man entweder aus Oberflächenwasser beziehen oder aus Grundwasser. Genau. Weltweit ist eigentlich Grundwasser die Wasserressource, die man für das Trinkwasser braucht. Ist mit Abstand die grösste Ressource, die man braucht. Und vor allem im Allgemeinen qualitativ hervorragend. Oder? Das Oberflächengewässer, das haben Sie schon gesagt, mit diesen Fluten noch immer durch, das ist oft hygienisch sehr, sehr bedenklich. Und wenn die Leute eben nicht auf Grundwasser ausweichen können, gehen sie aufs Oberflächengewässer und haben dann im Allgemeinen sehr starke hygienische Probleme, weil es kontaminiert ist. Und das andere haben Sie auch schon angetönt. Hygiene ist, glaube ich, weltweit immer noch ein ganz zentrales Thema. Verkeimung von Trinkwasser. Ja. Das hängt unter anderem auch mit den hygienischen Verhältnissen zusammen. Genau, also Sanitation, Wasser, Abwasser abzuführen, in gesicherte Behältnisse wieder auszuführen, zu klären, das ist die andere Seite vom Wasser. Die Zufuhr ist eine und der Gebrauch, aber was mache ich dann mit dem gebrauchten Wasser? Was mache ich mit Abwasser aus Toilettenspülungen und so weiter? Also das sind alles Sachen, die dann eben in dem Bereich wie Mosambik noch ungeklärt sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die eben dazu beitragen, dass Oberflächenwasser ganz schnell verkeimt werden kann und sich sehr schnell im schlimmsten
Sinne ist, dass Cholera sich verbreiten kann und dann tödliche Krankheiten hervorrufen kann bei den Menschen. Der Brunnen, den wir mit euch zusammen in Afrika, in Mosambik, werden erstellen, das ist aber ein Brunnen, wo Grundwasser gepumpt wird, oder? Ganz genau. In dem Gebiet haben wir bei ungefähr 60 bis 70 Meter gute Grundwasserverhältnisse. Manche kommen bis auf 80 Meter runter, was schon recht tief ist. Aber bei 60 und 70 Meter haben wir sehr gutes Grundwasser mit sehr guter Qualität. Wieso ist denn das bis jetzt nicht besser genutzt worden? Ja, es ist im Allgemeinen so, dass vor allem eben in Drittweltstaaten oder in Entwicklungsländern, sie müssen einen Brunnen bauen, 60 bis 70 Meter. Das ist ein technologischer Aufwand. Das ist nicht einfach. Sie müssen Handpumpen haben, die längerfristig funktionieren und so weiter. Und das hängt natürlich sehr stark von den sozioökonomischen Verhältnissen zusammen an. Wenn man sich vorstellt, ich weiss nicht genau, in Mosambik, eines der ärmsten Länder auf der Welt. Mit eines der ärmsten Länder, ja. Ich nehme an, eine Familie sehr wahrscheinlich 1 Dollar pro Tag oder so. Oder? 1,25 Dollar. Irgend so etwas. Großteil von der Bevölkerung, ja. Man kann sich ja vorstellen, wie will man mit dem wenigen Geld das investieren? Das ist ein Liter Trinkwasser bei uns. Wie will man das investieren in eine Trinkwasserpumpe? Also, das sind ganz, ganz zentrale Problem. Das andere, was ich würde sagen, ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich, dass man das mitbekommt. Grundwasser nimmt man, weil wenn die Aufenthaltszeit vom Grundwasser genügend lang ist, das ist im Bereich von ein paar Tagen oder wenigen Wochen, dann hat man keinen Keim mehr drin. Mhm. Also weltweit ist das sicher von der Hygiene her, von der Krankheitskeim, ist das effektiv sehr gut. Darum geht man auf Grundwasser, wenn es geht. Weltweit das Problem, das man erst jetzt realisiert, in Bangladesch zum Beispiel, in Vietnam, ist, dass ein Teil von denen auch hygienisch einwandfreie Grundwasser können belastet sein mit natürlichen Vorkommen von Arsen oder auch von anderen Metallen. Eisen zum Beispiel, Mangan und so weiter. Ja. Das heisst, muss man im Einzelnen sehr genau abklären, ob man dort nicht nachher längerfristig ein Problem bekommt. Aber ich glaube, hygienisch ist Grundwasser immer sehr einwandfrei. Und da sehen wir auch die besten Resultate. Also dort, wo Grundwasser aus großer Tiefe oder sicherer Tiefe entnommen wird und die Sanitation, also auch die persönliche Hygiene, erfolgt, da haben wir mit einer der gesündesten Bevölkerungen, die gesündesten Kinder, gesündestes Heranwachsen und Opportunitätskosten im Gesundheitsbereich sind da sehr gering im Vergleich, wo das eben nicht stattfindet, wo die Quellen sehr niedrig sind, wo die Verschmutzung sehr schnell passieren kann, wo quasi Oberflächenwasser entnommen wird. Ja. Da sehen wir genau das Gegenteil. Kranke Bevölkerung, kranke Kinder, weniger Schulbesuch und Investitionen da im Wasser wäre natürlich die beste Investition, die also man da machen könnte. Und genau darum bauen wir mit euch zusammen so einen Brunnen in Mosambik. Ganz generell kann man sagen, so als Schweizer hat man das Gefühl, Wasser sei ein Grundrecht. Das ist aber nicht so weltweit gesehen. Also man hat das vor ein paar Jahren probiert, in die UNO-Charta der Menschenrechte aufzunehmen. Nach meiner Information ist es nicht passiert. Das ist eigentlich bemerkenswert, oder? Und selbstverständlich ist es ein Grundrecht. Auch wenn es nicht festgeschrieben ist. Ganz klar. Also ich meine, da sind wir uns alle, einverstanden mit. Und ich glaube, es sind aus zwei Aspekten. Sehr wahrscheinlich, das eine ist der persönliche Bedarf. Das ist aber ganz, ganz wenig. Sie brauchen pro Tag etwa 3 Liter, um neu mit zu überleben. Also es ist ganz, ganz wenig. Aber ganz zentral ist, Wasser neu mit für die Nahrungsmittelproduktion. Wie ich schon angetönt habe, eben weltweit. Werden 70-80% gehen in die Nahrungsmittelproduktion rein. Und längerfristig ist natürlich das der Konflikt, den man eigentlich dann hat. Wie kann man genügend Nahrungsmittel für Leute lokal eigentlich herstellen? Und dort läuft man halt eben in Reidegebiet ganz klar in Probleme hinein, weil sie brauchen für ein Kilo Weizen etwa, ich bin gar nicht sicher, 10'000 Liter Wasser. Und das ist natürlich im Vergleich zum persönlichen Bedarf viel, viel weniger. Mhm. Und wie man das mit der Bevölkerungsexplosion in einigen Gebieten noch immer durch, längerfristig durchheben will, das ist eines der ganz, ganz grossen Probleme, wo die Menschheit in den nächsten 20, 30 Jahren damit muss umgehen. Teletop, Primus und World Vision bauen einen Brunnen in Mosambik. Nicole Fritschi, Moderatorin und Redaktorin von Teletop, war letztes Jahr in Tansania. Dort haben wir eine andere Art von Aktion begleitet, aber unter anderem ist es schon hier auch um Wasser gegangen. Erzähl mal, was hast du dort für eine Situation angetroffen? Genau, also das letzte Jahr, vor gutem Jahr, sind wir ein Patenkind besuchen von einer Zuschauerin. Und da sind wir auch in ein Dorf gegangen, in ein Entwicklungsprojekt von World Vision. Ich habe da ein paar Bilder mitgebracht. Da sehen wir gerade, dass auch dort Wasser sehr, sehr knapp war. Also da hat es monatelang nicht geregnet.
Und auf mich hat es sehr grossen Eindruck gemacht, dass das Wasser als Lebenselixier eben wirklich gefehlt hat. Also die Leute, so wie hier die Kinder, die sind eigentlich rumgesessen, rumgelegen. Man hat das Gefühl, dass dann das ganze Leben wie verlangsamt wird, wenn es eben kein Wasser hat. Da haben wir Bauern besucht. Man sieht, der Boden ist staubtrocken. Und eben das Wasser fehlt da auch zum, eben für den Anbau von Lebensmitteln. Da sieht man einen Kanal. Das ist jetzt eben im Entwicklungsprojekt. Da ist schon Entwicklungshilfe geleistet worden, indem man den Kanal gebaut hat. Und da sieht man auch, dass es ein bisschen grün ist an den Stellen, wo eben der Kanal durchgeht. Und an den restlichen Orten ist es wirklich sehr, sehr trocken gewesen. Und da ist das Wasserkomitee, das wir begleitet haben, das den Kanal kontrolliert hat. Also da sieht man die Wichtigkeit vom Wasser. Was wird dann bei dieser Aktion, die wir das mal machen, anders gegenüber dem Vorjahr mit Tansania? Also das mal treffen wir von grundsätzlich eine völlig andere Situation als letztes Jahr. Da hat man die waschen, he? Wie war das gewesen, so zu waschen? Also eben, da war die Herausforderung einfach gewesen, dass man das Wasser aus dem Brunnen hat müssen holen und recht weit laufen. Mit dem Brunnen. Das war sauberes Wasser aber. Genau, das ist sauberes Grundwasser, eben schon im Entwicklungsprojekt, wo man den Brunnen gebaut hat, damit man eben Zugang zu dem sauberen Wasser hat. Und den hat man nachher dann getragen ins Dorf, zum eben waschen oder auch als Trinkwasser. Aber das war schon ungewohnt für dich, in dieser Art zu leben, oder? Ja, sehr. Also, es ist wirklich speziell, wenn man nicht einfach nur mehr herlaufen kann und geschwind die Hände waschen. Also, wir haben dort, bevor wir gegessen haben, ist das so der Brauch, dass man dort die Hände wäscht. Wegen dem christlichen Glauben müssen die zuerst die Hände reinigen. Und das hat man dort gemacht. Es ist jemand vor dem Haus sozusagen gestanden und hat Wasser ausgeleert. Man hat einfach dann aus dem Kübel ganz kurz mit ein paar Tröpfchen Wasser seine Hände gewaschen. Zeigt, wie sparsam auch, dass man mit dem Wasser dort umgeht. Genau. Und jetzt nochmal, was ist denn jetzt das mal anders gegenüber dem ersten Mal zu Tansania? Also eben, das letzte Mal haben wir eine ganz trockene Situation vorgefunden, weil es monatelang nicht geregnet hat. Und das Mal hat es eben sintflutartige Regenfälle gegeben. Das heisst, das Wasser hat nicht können abfließen und hat eben sehr gefährliche, kritische Situation in den Siedlungsgebieten hergestellt. Das ist auch Cholera-Gefahr. Das ist ja immer noch die eigentlich schlimmste Krankheit, die durch das Wasser eben auch übertragen werden kann. An dem sterben ja mehr Menschen als zum Beispiel an AIDS oder Tuberkulose sterben. Und das ist auch mit dem Grund, warum wir jetzt dort die Situation ein bisschen verbessern wollen. Also man hat jetzt einfach das letzte Mal zu wenig Wasser und das Mal eigentlich wie zu viel Wasser, aber eben dennoch zu wenig sauberes Wasser. Und du wirst nachher noch unseren Zuschauern erklären, wie man online auf www.toponline.ch kann, sich beteiligen an diesem Projekt, kann mitspielen, damit dann am Schluss eben tatsächlich in Mosambik ein Brunnen gebaut wird. Wie wichtig ist es eigentlich, die Leute vor Ort von Anfang an in so ein Projekt mit einzubeziehen? Also, dass sie auch wissen, was jetzt genau passiert und woher das Wasser kommt. Wie wichtig ist das? Das ist ganz wichtig. Also, wenn wir so ein Brunnenbauprogramm wie in Mosambik vorhaben, dann wird zuerst mal die lokale Bevölkerung mit einbezogen. Das heißt, das Hilfsgesuch kommt meistens von der lokalen Bevölkerung zu uns. Und dann versucht man mit der lokalen Regierung, Kreisverwaltung, meistens Techniker aus der Kreisverwaltung, das Problem zu analysieren, schauen, wo braucht es Brunnen. Und das natürlich in Einbezug mit der lokalen Ältesten, die dort im Dorf sind, mit den Lehrern, mit den Eltern der Kinder. Und das ist ganz wichtig, damit die Leute nachher auch sehen, wie kommt sowas zustande? Was sind für Planungen notwendig? Was sind für Folgekosten notwendig? Es muss ja erhalten werden. Mhm. So ein Brunnen selber, der erhält sich ja nicht von selber, der wird gebraucht von 100 Familien. Und das sind bewegliche Teile drin. Das muss alles gereinigt werden nach einer bestimmten Zeit. Es muss auseinandergebaut werden, zusammengebaut werden. Wie Wartung, ganz einfach. Aber das wird Ihnen mit beigebracht während der Zeit, wo vor Ort der Brunnen gebaut wird. Ich glaube, ganz wesentlicher Punkt, wo man nicht eigentlich genug kann unterstreichen kann, ist, so all die Projekte, die wirklich längerfristig gut implementiert worden sind, die gehen nur mit der lokalen Bevölkerung zusammen. Und ich schätze das Votum enorm. Man geht nur mit der Lokalbevölkerung, die müssen involviert sein, die lokalen Behörden müssen involviert sein und alle müssen lokal das mittragen. Es muss ja nicht nachher ein Brunnen sein von irgendeinem Sponsor oder von World Vision, sondern das muss der Brunnen sein von der Dorfgemeinschaft. Die Dorfgemeinschaft muss und den Wert von sauberem Wasser auch geschult sein. Sie müssen auch die Zusammenhänge wissen, was passiert, wenn ich meine Kinder Oberflächenwasser, verschmutztes Oberflächenwasser gebe. Meistens wissen sie das schon selber, weil die Kinder nachher krank werden. Sie sagen das selber, wir brauchen sauberes Wasser. Aber dieser Wert und die Kausalität von den Zusammenhängen, die da entstehen, durch
verschmutztes oder umgekehrt durch sauberes Wasser. Das ist eine Bildungsmaßnahme, die wir ganz klar der Bevölkerung mitgeben. Wie schwierig oder einfach ist denn die Zusammenarbeit mit den Behörden vor Ort? Die ist zum Teil recht gut. Ich muss sagen, wir haben bisher immer auf Wohlwollen gestoßen von der Kreisverwaltung, von der lokalen Distriktverwaltung. Die sind zwar sehr arm, wenn es um Finanzierungen geht. Die Staatsbudgets reichen meistens nicht aus, um größere Infrastrukturmaßnahmen durchzuführen. Aber vom technischen Verständnis und von den Ressourcen, die sie zur Verfügung haben, sind sie sehr, sehr hilfsbereit und unterstützen uns da, wo es auch geht. Und wie ist denn die Konkurrenzsituation? Ich meine, wir haben uns jetzt für Eisdorf entschlossen, aber es gibt ein paar Kilometer weiter weg natürlich weitere Dörfer. Schürt man nicht auch ein bisschen eine Art Konkurrenzsituation? Die einen haben jetzt einen Brunnen und die anderen müssen halt weiter warten. Ja, eigentlich ist es unfair. Eigentlich bräuchten ja alle so einen Brunnen, oder? Das ist ein Teil von der größeren Planung. Wir arbeiten ja in so einem Distrikt oder die Hälfte von einem Distrikt nehmen wir als Projektgebiet. Und die Grundlagen, die werden zusammen mit der Bevölkerung erarbeitet. Das heißt, wir setzen auch schon Zeitpläne, konkrete Zeitpläne. Dort kommt ein nächster Brunnen hin. In dem Zeitabstand kommt ihr dann dran mit dem Brunnen. Und dann wird die Bevölkerung informiert. Und dann Neid als solches entsteht ja meistens nicht, sondern eher Freude darüber, dass die einen jetzt schon Wasser haben. Und die Vorfreude, wir kriegen es dann in den nächsten 3 Monaten. Ein Punkt, wo da glaube ich auch ganz, ganz wesentlich ist, ist, all die Implementierungen, die müssen neu auf Technologie zurückgreifen, die vor Ort verfügbar ist. Ganz richtig, ja. Und ich glaube, dort haben wir auch einen Wahnsinns-Nachholbedarf. Mhm. Oder? Natürlich könnten wir unsere Technologie, die wir hier haben, auf Massenbeit bringen und funktioniert das nicht. Also in dem Fall nicht computergesteuert? Überhaupt nicht, sondern es muss eine angepasste Technologie sein, neumatura, die man eben auch mit den Leuten vor Ort muss entwickeln muss. Und dort, glaube ich, dort könnte man sicher noch gewisse Sachen verbessern, weil auch von uns her, es ist oft ganz, ganz schwierig, Forschungsgelder zu bekommen oder Leute zu finden, die das unterstützen. Also, wir wollen angewandte Technologie dabei, die wir mit den Leuten selber entwickeln. Mhm. Und ich glaube, wenn man das eigentlich macht, ist es auch nachhaltig. Und dann sehen die Leute eben auch den Sinn, selber zu investieren. Und ich glaube, dann kann man auch dem irgendwie aus dem Weg gehen, dass man eben sagt, nur die kommen es über und die anderen nicht. Weil wenn es eben lokale Technologie ist, dann kann das jeder und jede Neumatura selber nachher implementieren. Ganz genau. Es ist ja so, dass wir die Aktion unterstützen und die Aktion, wir freuen uns auch darauf, dass wir da einen nachhaltigen Beitrag zusammen mit unseren Zuschauern und Zuschauerinnen liefern. Und trotzdem kommt natürlich die Frage auf, wenn man jetzt einen so einen Brunnen baut in einem so einem Dorf, ob es nicht einfach so ein Tropfen auf einen heißen Stein ist. Ich glaube, es ist immer ein Tropfen aus dem heißen Stein und ich glaube, was ich an diesem Projekt wirklich eigentlich schätzen will, es ist ein Punkt, das hilft den Leuten lokal, aber das grosse Problem dürfen wir wegen dem wirklich nicht ganz aus den Augen verlieren. Und ich verstehe das Votum mit Ihnen richtig. Und Sie haben das vorher auch schon angetönt. Ich glaube, der Zusammenhang zwischen sauberem Trinkwasser und Fäkalien sinnvoll aus einer Grossstadt raus, das ist etwas ganz, ganz Zentrales. Und das ist etwas, was man nicht mit einem lokalen Ding eigentlich machen kann. Also wie kann man die hygienische Situation der Leute, vor allem mit den Städten, verbessern. Und ich glaube, dort braucht es ganz, ganz andere Programme, Neumatura, wo man eben auch mit dem Staaten, mit den Städten eigentlich zusammenarbeitet und dass man halt wirklich auch schaut, dass die Fäkalien, die Urin und der Kot aus diesen Grossstädten entfernt wird und nicht quasi direkt neben dem Brunnen wieder deponiert ist, weil das ist das Verheerendste, was passieren kann. Und das fängt natürlich eigentlich im Kleinen an, indem man das auch zeigt, oder? Ganz genau. Sanitation, also die persönliche Hygiene, die wird natürlich auch gelehrt und solche Programme. Bei uns heißt das Wasserprogramm WASH, Water, Sanitation und Hygiene, dass also alles zusammenhängend ist. Also das eine ohne das andere geht eigentlich nicht. Und das wird natürlich auch geschult beim Latrinenbau, Benutzung von Latrinen, Hände waschen. Mhm. Ja, ganz wichtig, in Schulen, Grundschulen haben wir solche Bildungsprogramme, wo Kinder ganz klar den Wert vom Händewaschen auch lernen. Das ist eigentlich ein Bildungsproblem letztlich, oder? Es ist mit zum Teil ein großes Bildungsproblem. Und ich denke, wenn man da in der Bildung, in der Bildung, der Grundbildung investiert, dann ist das sehr gut investiert. Das ist wahrscheinlich mindestens so wichtig für die, wie das können rechnen. Bestimmt. Wäre nicht fast noch wichtiger, dass man so persönliche Hygiene zuerst hat. Sie haben vorhin gesagt,
Tropfe auf einen heißen Stein, mhm, ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir mal so Kostenrechnung gemacht, wo man gesagt hat, wenn ich ein Schweizer Franken in ein Wasserprogramm investiere, ist mein Return of Investment, wie man heute so schön sagt, mhm, im Investmentbereich, 8 Franken. Warum? Mhm. Das ist Wege- und Zeitersparnis, weil Wasser nicht von weit her wegtragen muss. Und es sind Ersparnis bei Opportunitätskosten wie im Gesundheitsbereich. Wenn mein Kind krank ist, wenn der Familienvater krank ist, wenn die Mutter zu schwach ist, weil sie an Durchfall erkrankt ist und nicht mehr sich um die Kinder kümmern kann, keine Feldarbeit machen kann, dann sind es immense Kosten, die durch verschmutztes Wasser oder zu wenig Wasser einfach hervorgerufen werden. Das heißt, ein Franken da investiert, ist ein Return von 8 Franken, mindestens. Jetzt haben Sie uns gut motiviert und ich hoffe, die Zuschauer auch gut motiviert, weil wir wollen nämlich das nicht alleine machen, sondern wollen unsere Zuschauer und Zuschauerinnen mit einbinden. Es gibt dazu ein Online-Game, vielleicht Nicole Fritschi. Erklär doch einmal, wo man das spielen kann und wie man quasi mithelfen kann, den Top-Brunnen in Mosambik zu bauen. Genau, also es ist spielerisch einfach, wie unser Motto in dieser Sache ist. Es ist ein Online-Spiel, das heisst Amanzi Vision und das gibt es auf allen Smartphones, also auf dem iPhone, auf dem Android-Handy oder auch auf dem iPad und man kann es auch im Internet direkt spielen. Es geht darum, dass eben unsere Zuschauerinnen und Zuschauer da simultan an unserem Teletop-Brunnen mitbauen können. Und das können sie machen, indem sie eben auf das Spiel gehen. Ich zeige es auf dem iPad. Da kann man den Weg auswählen mit verschiedenen Hindernissen. Also man ist da ein Mannsgöckeli, wo ein Wasserträger ist. Also man balanciert Wasser auf dem Kopf. So, ich kann jetzt meinen Spieler wählen und ich muss jetzt das Wasser balancieren und möglichst die Wasser... jetzt ist es raus. Ich mache das, indem ich das iPad immer kippe. Also, und jetzt kommen da so Hindernisse. Man kann aber auch mit der Maus am PC genau, spielen, oder? Beim PC ist es mit der Maus, die man steuert. Und beim iPhone und bei den anderen Smartphones tut man einfach, indem man es so kippt, tut man steuern. Also, wenn ich jetzt, ich das mal demonstriere, was passiert, wenn ich in den Stein laufe, dann verliere ich ganz viel Wasser. Ja. Und wenn ich zu ruppig hin und her bambele, dann geht mir ganz viel Wasser raus. Und das Ziel ist ja, möglichst viel Wasser ins Ziel zu bringen. Können wir mal all diese Hindernisse ausweichen, genau, oder? Genau. Und es gibt auch 3 verschiedene Hindernisparcours. Bei anderen Parkour kumpelt einem zum Beispiel Löwen in den Weg. Also, man sieht, ich bin da nicht ganz die geschickt ist. Da sind es jetzt Äffli. Es gibt auch einen Parcours, wo einem Geparden vom Baum oben runter mit den Pfoten Wasser raus dem Küppel. Das ist aber nicht mehr so viel, he? Ja, genau. Jetzt habe ich da nicht mehr viel. Jetzt muss ich da ein bisschen ausweichen bei diesen Igel. Also vielleicht und merkt man es jetzt nicht. Die Idee wäre ja, so viel Wasser wie möglich ins Ziel zu bringen. Genau. Und dann aus dem Wasser entstehen Bachsteine und aus diesen Bachsteinen entsteht ein Brunnen. Und der Brunnen, wenn er dann online erspielt ist, würden wir dann in Mosambik bauen. So wäre eigentlich genau, die Idee von dieser Aktion. So ist die Idee, ganz genau. Deshalb so viel Backstein wie möglich einspielen. Und so viel Wasser wie möglich, oder? Auch wenn Frau Fritschi da im Moment ist im Ziel. Jetzt bin ich im Ziel, wie viel Wasser hast du hier gebracht? Das steht jetzt gerade und jetzt... Komme ich im Gegenzug. Hat sie es versteckt, extra genau. Draufgedruckt, dass man es nicht sieht. Genau, ich komme da irgendwie immer auf den Knopf. Jetzt komme ich im Gegenzug, für das Wasser komme ich einen Ziegelstein über. Und je mehr Ziegelstein, das man überkommen hat, desto schneller wird der Brunnen dann gebaut. Mhm. Im März gehen wir dann auf Mosambik zusammen mit World Vision und Rimus und dort gehen wir dann den Brunnen tatsächlich bauen, schauen, wie die Situation vor Ort ist und so weiter und so fort. Wir haben vom Wasser ganz allgemein ein bisschen geredet. Man redet auch in der Schweiz vom Wasser sparen. Was nützt das, wenn die Schweiz Wasser spart, jetzt im weltweiten Kontext gesehen? Das bringt eigentlich sehr wahrscheinlich überhaupt nichts. Das ist aber ein bisschen frustrierend mit der Schweiz, wo ihr schaut, oder? Ich bin nicht sicher, ob das frustrierend ist. Ich glaube, wenn wir in der Schweiz Wasser sparen, dann bringt das sehr wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel für die wirklichen Wasserprobleme. Aber ich glaube, was wir in der Schweiz sehr wahrscheinlich können beitragen können, ist, dass wir uns wieder mal bewusst machen, dass man bewusst mit Wasser eigentlich umgeht. Und bewusst mit Wasser umgeht, das glaube ich, hat weniger damit zu tun, dass man notwendigerweise Wasser spart. Aber sie mich fragen, muss ich zum Beispiel den Garten bewässern? Ist das sinnvoll? Das ist Trinkwasser. Das ist eigentlich völlig idiotisch. Oder eine andere Idee ist eigentlich, müssen wir, wenn wir in den Supermarkt gehen, Mineralwasser kaufen und dann das zuhause aus der Flasche trinken? Das ist absolut unnötig. Das sind schon 2 Spartipps gewesen eigentlich. Gibt es noch einen dritten Ultimativen? Was ist der dritte ultimative Spartipp?
Ja, man kann mit dem zweiten miteinander baden. Das ist wahrscheinlich nicht schlecht. Das hilft auch enorm. Wird's, genau. Noch besser wäre das zweite Duschen. Genau, das wäre noch viel besser. Und sehr wahrscheinlich ist es auch sozial sehr verträglich. Aber ich möchte noch mal auf den Irrsinn vorkommen, wenn wir zahlen für einen Liter Wasser in den Flaschen einen Franken. Mhm. Das ist in der Schweiz gleich viel wie ein Kubikmeter Wasser, sind 1000 Liter Wasser. Die Qualität von Schweizer Trinkwasser ist so hervorragend, es gibt keinen Grund, um Mineralwasser zu trinken in der Schweiz. Und trotzdem, und ich glaube, wir wissen das eigentlich alle, und trotzdem kaufen wir Mineralwasser und trinken das. Und ich weiß bis heute nicht, warum wir das eigentlich machen. Ich glaube, das tut nur zu sagen, ist einfach ein bewussterer Umgang. Ich sage nicht sparen, aber sich hinterfragen, was ist unser Verhalten, macht das Sinn, macht das nicht Sinn. Und wenn es keinen Sinn macht, dann hören wir einfach auf. Ich glaube, das wäre wichtig. Wir kommen schon bald langsam gegen den Schluss an. Ich will von Ihnen noch wissen, wir bauen jetzt einen so einen Brunnen in Mosambik. Wie viele so Projektbrunnen gibt es denn in Afrika von World Vision aus? Es gibt einige tausend Projektbrunnen. Die genaue Zahl kann ich gerade nicht sagen. Wir haben große Wasserprogramme gerade in Malawi lanciert und auch in Westafrika, die seit Jahren schon laufen und immer wieder neu aufgefrischt werden, je nachdem, wie das Geld auch reinkommt, die Spendegelder. Aber da wird einiges investiert und wie ich vorhin gesagt habe, für uns ist es Priorität, im Wasser zu investieren. Nämlich wenn ich nicht im Wasser investiere, sind alle Nachfolgeinvestitionen wie in der Bildung oder auch weitere Gesundheit, sind eigentlich nutzlos. Deshalb, Wasser ist ein Fundament, ist Lebensgrundlage und da müssen wir ansetzen. Das beste Schlusswort hätte es eigentlich fast nicht gegeben. Ich hoffe jetzt, dass unsere Zuschauer und Zuschauerinnen auf dem Online mitspielen, damit wir den Brunnen in Mosambik dann auch tatsächlich fertigstellen können. Im März wird Nicole Fritschi zusammen mit World Vision auf Mosambik gehen und dort das Projekt anschauen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie heute Zeit gehabt haben, Herr Sauer und Herr Kipfer. Danke vielmals für den Besuch im Studio. Nicole, dir natürlich dann vor allem in Afrika viel Vergnügen. Nochmal der Hinweis, wer will mitspielen bei unserem Game, kann das machen über unsere Internetseite www.toponline.ch. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie die Aktion mit Rimus und World Vision würden unterstützen. Das war der Top-Tag gewesen, heute zum Thema Wasser. In ein paar Augenblicken bei uns Neues vom Tag. Danke fürs Interesse. Auf Wiedersehen.